Tja, was soll ich sagen, Freunde? Was wollt ihr nur ohne mich anfangen? Los jetzt! Los, ja! Hallo, Olga. Ich würde dich gern umarmen. Worauf wartest du denn? Achtung, Achtung! Der Rat der Volksbeauftragten lässt Sie wissen, dass die Stadt Pripyat durch einen Zwischenfall am Kernkraftwerk Tschernobyl in eine radioaktiv ungünstige Lage gebracht wurde. Sie alle wissen, wenn die Brennstäbe sich durch den Beton fressen und auf das Wasser treffen, dann kommt es zu einer Dampfexplosion und damit zu einem großflächigen Ausstoß radioaktiver Substanzen. Wenn das passiert, reicht die Kontamination bis nach Kiew, Moskau, ganz Europa. Ja, und deshalb müssen wir das Wasser da rauskriegen. Da ist alles mit heißem Wasser geflutet. Wir kennen uns mit extremer Hitze aus. Hier geht's um heißes Dreckwasser auf engstem Raum, nicht um ein sauberes Schwimmbecken. Techniker schaffen sowas nicht. Wir werden die Freiwilligen großzügig bezahlen. Der Generalsekretär wird persönlich dafür sorgen. Runter und öffne das Ventil. Das ist Selbstmord. Wir haben nicht das Recht, das Leben der Männer zu riskieren. Und wir haben das Recht, das Leben der Menschen in Kiew zu riskieren, die sich auf die Parade am 1. Mai freuen. Sieh mich an, Valeri. Sieh mich an. Jetzt atme ein und aus. Valeri, wieso ist das Ding in die Luft geflogen? Menschliches Versagen. Ja, aber wer hat versagt? Ist das wirklich wichtig?